Ich beginne für den Anfang mit einer ganz feinen Schraffur in verschiedenen Farben. Die Wolken spare ich dabei aus, damit sie noch weiß bleiben. Ich weiß, ich sollte das Blatt am Arbeitsplatz fixieren, aber da ich beim Malen das Blatt ständig drehe, ist das für mich eher unpraktisch. Nachdem ich eher mit einem weichen Pinsel arbeite, um den Staub von den Stiften zu entfernen und kein Blatt unterlege, auch das finde ich unpraktisch, ist das Drehen für mich einfacher. Genauso mache ich das auch bei meinen Leinwänden. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Lasst mich wissen, was ihr anders oder besser machen würdet. Dieses Video bleibt natürlich ungeschnitten mit all meinen Fehlern.
Thank you.
schön, dass ihr dabei wart. Lasst uns gemeinsam kreativ wachsen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielleicht habt ihr ja Tipps für mich, ich freue mich auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Vergiss nicht, das Video zu liken, teile dieses Video mit deinen Freunden.